Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von RimWorld. Weiter geht die Reise, weiter geht das Abenteuer. Wir machen heute weiter und gucken mal, wie wir heute die Weltherrschaft übernehmen können. Das hier habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Also du kannst hier scheinbar auch forschen oder so. Und du kriegst dann Prozente. Forschungsgeschwindigkeit, bitte, bitte was? 5000? Wo soll ich denn 5000 herbekommen? Gut, den machen wir mal aus. Ja. So, Forschungsgeschwindigkeit 25% schneller. 25%. Oh, das ist viel, ne? Das ist wirklich viel. Deswegen bauen wir das Ding schon mal dahin und dann gucken wir mal weiter. So. Okay. Wen haben wir denn hier? Königlichen Tributeintreiber. Ne. Die kriegen von mir nichts. Die kriegen von mir nichts. Das können wir vergessen. So, wir bauen schon mal den nächsten Bau. Was ist denn hier passiert? Wann habe ich denn das gemacht? Hier bauen wir mal die Wände wieder ein. Warum auch immer die weg sind. So, dann würde ich gerne. Wachstumsmoment. Okay. Wir haben wieder einen älteren. Was hast du denn jetzt die ganze Zeit gemacht? Ich bräuchte eigentlich immer noch jemanden, der Soziales ganz gut kann, aber du willst nicht. So, warte mal. Wir machen auf jeden Fall eiserner Wille. So, was machen wir mit dir? Fernkampf auf jeden Fall. Oh, ich darf sogar zwei nehmen. Dann nehmen wir ihm noch Konstruktion. Bergbau ist nicht so wichtig. Okay, cool. Ja, cool. Achso, er kann gar. Oh, meine Güte. Warum da war das nicht? Weil er noch zu jung ist oder weil er es nicht möchte? Also, wenn er es nicht möchte, dann bin ich doof. Okay, er darf es noch nicht. Okay, darf es noch nicht, weil er noch zu jung ist. Okay, das akzeptiere ich. Das akzeptiere ich. So, dann bauen wir das mal ganz kurz. Hier. Dann machen wir den Raum mal komplett fertig. So. Okay, perfekt. Suti, dann haben wir das langsam fertig. Und schauen mal, was wir denn heute machen. Also mit denen will ich immer noch nicht handeln. Das hier kann eigentlich alles mal weg jetzt. Weil wir dann hier anfangen würden mit unserer Küche. So, das kommt hier hin, das kommt dorthin, das kommt dahin, das kommt hier hin, das da, das da, das hier. So, das müsste an Licht eigentlich mehr als genug sein. Okay, jetzt wird ein bisschen gebuddelt und gegraben. Das geht relativ zügig. Und dann schauen wir mal weiter, wie wir weiter vorgehen. Ich würde gerne hier den Strom nochmal ausmachen. Was forschen wir gerade? Das da. Es gab oder gibt von diesen Bio-Dingern. Bio. Wait a minute. Warte mal. Es gab oder gibt von den Generatoren eine Erweiterung. Genau dich habe ich hier gesucht. Genau, die würde ich ganz kurz vorspulen. Nämlich, da sind die großen, ne, das sind die gar nicht. Doch, das sind die eigentlich. Doch, das müssten die sein. Davon gibt es nämlich dann große Generatoren, die uns relativ gut Strom geben. Für einen relativ günstigen Preis. Wir hätten hier und dort sogar. Und hier ist auch noch einer. Okay, das wäre auch noch eine Idee. Hier ist auch noch einer. Da auch. Oh, da ist der Baum des Todes.
Den müssen wir direkt mal wegmachen. Hm. Tja, ich bin am Überlegen, ob wir auch die Forschung machen sollen. Das ist einfach eigentlich kostenloser Strom, sage ich dazu einfach mal. Eine Überlegung wert auf jeden Fall, ne? Eine Überlegung wert auf jeden Fall. So, das bauen wir kurz ab. Tap, tap, tap. So, das kann auch nochmal weg. Okay, wir geben gerade nochmal ein bisschen Gas. Zwecks, wir wollen ja ein bisschen noch was schaffen. Also hier kommt unser Speiseraum, Schrägstrich, Aufenthaltsraum rein. Hier werden wir schon mal ein Bett hinbauen. Ein Tisch hinbauen. Wie komme ich denn jetzt auf Bett? So, und zwar mitten rein. Und dann werden wir mal schauen, ob wir... Die Stühle nehmen wir. So. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, die Steine können auch noch alle weg. So, dann brauchen wir Möbel. Ne, keine Möbel. Wir brauchen... Was brauchen wir denn? Lager. Lagerung. Das habe ich gesucht. Und zwar, wir bräuchten... Ja, was brauchen wir denn? 1, 2 hier. 1, 2 dort. Obwohl wir keine 2 brauchen. Also keine 4. Wir bräuchten eigentlich nur 3, aber es sieht dann einfach ein bisschen schicker aus. So, das brauchen wir auf jeden Fall. Dann würde ich hier gerne eine Linie hinmachen und da auch. Hier hinten müssten wir jetzt noch hinmachen unser Lager. So. Und dann gucken wir mal ganz kurz nach Entspannung. Wir bauen hier ein Pokertischchen. So, hier hinten ein Billardtisch. So, der Pokertisch kriegt natürlich auch noch ein paar Stühle. Na klar. So, immer im Verbund. Gut, dann haben wir nämlich da noch ein bisschen Spielkram für die Jungs und Mädels. Ich brauche mal ganz kurz ihn hier, weil hier muss natürlich der Boden rein, so. Wie sieht es denn eigentlich aus? Er hat nichts zu tun und wir haben, von was haben wir denn mehr? Okay, wir haben gar nicht mehr, wir haben ja gar nicht mehr sortiert, ja, verflucht. Einen Augenblick, da müssen wir hier reingehen. Wir haben von Sandstein so gut wie gar nichts. Okay, Sandstein haben wir so gut wie gar nichts. Heißt also, wir machen mal 100 Sandstein, dass wir das hier fertig bekommen. Hier haben wir auch noch ein paar Sachen zum Aufarbeiten. Also von daher lohnt sich das. Ja. So. Dann gucken wir mal ganz kurz hier durchs Lager. Hier haben wir immer noch ein paar viele Sachen, die wir eigentlich mal klein hacken sollten. Da können durchaus möglich sein, dass wir hier Sachen bei haben, die wir eigentlich nicht klein hacken wollen. Aber naja, bleibt halt nicht aus. So. Okay. Haben die hier eigentlich schon alles weggeräumt? Nee, auch noch nicht. Hier liegt der Jade noch rum, hier liegen die Klamotten noch rum, hier liegt Plastahl, warum auch immer. Hier liegt immer noch der Elefantenzahn. Also irgendwie, also irgendwas? Naja, gut, egal. So, wie sieht es hier aus? Wie viel Kohle haben wir eigentlich? Wir haben 5200 und noch was. Wir brauchen 1500 für den Bild. So. Okay. Gut. Okay. Passt. Forschen tut aber aktuell keiner, ne? Sehe ich gerade. Aber das passt. Okay, wir bauen noch hier eben die Klimaanlage hin. Und zwar die
Klimaanlage schon für die Kälteraum hinten. Und zwar, das werden wir im kleinen Abschnitt machen. Das werden wir einfach hier so, warte mal, ja, hier hinbauen. Das passt eigentlich schon. So, nee, wir bauen das andersrum, bitte. Wir bauen das wieder andersrum. Und zwar so hin. Moment. Wir lassen ein bisschen Platz da. Doch, das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. So, und zwar würden wir hier das Rote haben wir jetzt dafür. Dann nehmen wir das Blau für Kälte. Dann werden wir das Kälte nämlich auch einmal hier rüber jagen. So. Flupp. Das geht dann einmal hier durch. Dann geht es hier lang. Und hier, ab hier müssen wir dann mal gucken, weil wir hier den Raum hinmachen für gefrorenen Kram. Auch hier müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Ich würde es tatsächlich zwei Eingänge reinmachen. Dann hier nochmal einen Eingang. So. Wir machen das auch diesmal relativ groß, glaube ich. Hat den Vorteil, dass wir halt viel lagern können. Wir haben aber auch noch den Vorteil, wir wollen ja später wieder ziemlich viel automatisieren oder einiges automatisieren, sagen wir mal so. Und ja, hat dann halt den Vorteil, dass wir da auch ein bisschen Platz drin haben. Zum Sortieren, zum Lagern, zum was auch immer. So, das haben wir. So, dann brauchen wir ein bisschen Granit. Und zwar den da. Gut, das haben wir auch. Das haben wir auch. Perfekto. Gut. Okay. Dann müssen wir das natürlich nochmal zumachen hier. Und das. Okay, das sieht aber, glaub ich, ganz gut aus. Wir legen das noch ein bisschen weiter. Okay, okay. Wie sieht es eigentlich mit Granit aus? Haben wir Granit mehr als genug? Ja, geht eigentlich. Geht eigentlich. So, was liegt hier? Granit, Sandstein. Könnt ihr das bitte wegbringen? Ganz dringend. Das dürfte, denke ich, doch nur ein Zug sein. Perfekt. Dann kann er nämlich weiter Sandstein bauen und dann haben wir das fertig. Gut. Okay, dann haben wir das fertig. Super. Super. Das läuft doch alles wie geschnitten Brot. Oder so ähnlich. Ah, guck mal. Nano ist hier langsam. Nano findet sich langsam hier im Sozialen ein. Zwar nicht so gut, aber es funktioniert langsam. Gut. Okay, wir müssen hier noch einen Serverraum bauen, haben wir ja gesagt. Die Sache ist diese. Ich würde, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, was ich machen würde. Ich würde das tatsächlich hier hinbauen, so. Jetzt müssen wir nur überlegen, wie groß. Also, das wäre eins. Das wären, oder warte mal, Ich hab was. Okay, wir können das wirklich riesig bauen. Das wäre Nummer 1. So, die Wand voll. Dann machen wir 3 frei. 1, 2, 3. Und dann machen wir 2, die so und so gehen. Also bis hierhin. Dann würde ich nochmal 3 machen. Dann nochmal 2. Dann nochmal 3. Und dann einer. So, das wäre dann der Raum. Dann hätten wir hier noch einen Raum, der 11 lang ist.
Die sind normalerweise 12. Ne, stimmt gar nicht. Warte mal, die sind auch... Ne, die sind 10. Also ich hätte mal einmal ein Zimmer, was ein bisschen größer ist. Aber das wäre ja nicht das Problem. So. Also heißt, wir machen hier mal kurz eine Tür rein. Wir machen hier eine Tür rein und hier eine Tür rein. Genau. Also das wird dann unser Serverraum hier. Der hier. Risiko. Was ist denn heute los? Alle sind hier so ein bisschen mad. Alle sind so ein bisschen mad. Okay. Die Seite haben wir damit fertig. Oder was heißt fertig? Also geplant fertig. So, das können wir alles aufräumen. Wir lassen die jetzt ein bisschen belaufen, tatsächlich, um ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen Spiel wieder zu bekommen. Er baut fleißig Sandstein. Das bedeutet, wir können, haben hoffentlich jetzt bald die Möglichkeit, das zu machen. Was ist eigentlich hiermit los? Will die keiner bauen oder was? Achso, weil die wieder... okay, alles klar, verstehe. Das brechen wir mal ganz kurz ab. Dann sagen wir das mal ganz kurz aus. Dann werden die nämlich jetzt auch von den Bots gebaut. Das ist nämlich immer so ein bisschen was Problem. So, okay. Das machen wir auch aus. Und dann werden wir das hier hinbauen. Okay, gut, lassen wir das Zimmer. In der Zwischenzeit würde ich sagen, machen wir... hier die Mahlzeiten fertig. Mahlzeit. Ich möchte hier einfache Mahlzeiten drin haben. Habe ich das jetzt angeklickt oder nicht? Nö, habe ich nicht. Hallo. So, hier machen wir es ähnlich. Ah, okay, hier ist alles verbieten. Eine leckere Mahlzeit hätte ich hier gerne drin. Eine leckere Mahlzeit. Und hier hätte ich gerne drin alles verbieten. Und eine üppige Mahlzeit. Die kriegen jetzt alle kritisch. 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 So. Dann dürfte das nämlich gleich... Warum leckt denn das jetzt auf einmal hier so ein bisschen? Das ist aber komisch. Okay, jetzt... Nee, ein bisschen ist es immer noch da. Das ist interessant. Das ist interessant. So, wir gucken mal ganz kurz, was sagt denn er? Komisch. Sehr kurios. So, wir haben einen Händler da. Nano. Nano, geh mal zum Waffenhändler. So, wir spulen noch mal ein bisschen vor. Ich weiß nicht, woran das gerade liegt, dass es laggt. Kann ich gar nicht sagen. Aber werden wir uns gleich mal angucken, auf jeden Fall. So, wir verkaufen uns, wir verkaufen uns auf jeden Fall. Wir verkaufen natürlich erstmal ein paar Sachen hier wieder. Das sind 1200. Hat er irgendwas für uns? Nein, hat er nicht. Okay, dann gucken wir mal, dass wir... Ach komm, scheiß drauf. Dann kriegen wir ein bisschen Pluspunkte. Bestätigen. Okay, wir kriegen einen Pluspunkt. Gratuliere. Aber wir haben wieder 1000 Münzen. Warum haben wir nichts zu essen? Oder was? Warum frisst du? Okay. Okay, okay, okay. Gut. Warum sind die denn alle so mad? Okay, ich verstehe nicht, warum die so mad sind und ich verstehe gerade die Lags nicht. Das sind zwei Sachen, die ich gerade nicht verstehe, aber das ist okay. Ich muss nicht immer alles verstehen. Ich muss nicht immer alles verstehen. Okay, dann haben wir, die Räumlichkeit ist so gut wie fertig. Hier müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen abbauen und bla 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 und das ist alles easy, easy going. Das ist perfekto. Achso, ihm sagen wir jetzt noch Zielgeschwindigkeit, oh meine Güte. Zieltemperatur ist minus 19. So, dann haben wir das nämlich auch geregelt. Und dann sage ich in diesem Fall tatsächlich mal heute ein bisschen was früher wie sonst. Oder eigentlich auch nicht. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Tschüss.